Kommt zurück zum Spiel mit den unvorhergesehensten Cliffhängern. Kommt zurück zu Jedi. Fast hätte ich jetzt gesagt Fallen Order. Das ist nicht ganz richtig. Wir befinden uns zum Glück beim Nachfolger Survivor. Und ich habe in der letzten Folge den Bart gefunden. Muss ich den Bart nur noch finden? So, kurzer Bart. Cool. Da werden die Haare im Gesicht einfach mal um 0,1 mm länger. Okay, jo. Erstmal Le Bart. Le Big Lebartski. So, irgendwann macht er eine Namensänderung zu Kalkatan. Ich schwör's. Verlassener Damm. So, dann haben wir immer noch unser riesiges Meerschweinchen. Näher. Ich glaube, ich sehe einen Ausgang gleich hinter der Kreatur dort. Bleiben wir in Bewegung. Nein, ich weiß, wie Meerschweinchen aussehen. So. Do you even reflection, bro? Oh, ein Regenbogen. Sehr schön. Gerade wo er jetzt, ne, sich so den Regenbogen so anschaut. Und ein eigenes Bewusstsein entwickelt, ne? Ein eigenes Leben, eigene Gedanken. Da schmeißt wir ihn die Klippe runter. Er ist jetzt an einem besseren Ort. Naja, wie man es nimmt. Okay. Die Steine haben wir ihn jetzt. Und erstmal hier einen kleinen Bergspaziergang. Wann lernen es diese Leute endlich? Was lernen? Das große Ganze nicht. Negativ. Du siehst es auch nicht. Aber du bist ein Droide und musst es nicht. Ravis sieht es. Deshalb folge ich ihm. Folgen wir alle ihm. Er hat das Zeug zum Anführer. Und das werden diese Prospektoren nie haben. Am Ende werden sie es verstehen. Falls noch welche von ihnen übrig sind. Du, bewach den Bereich und lass die Leiche liegen. Alle sollen sehen, was hier passiert ist. Verstehen werden sie es nicht. Bewache! Bewache! Naja, er folgt ihm. Wahrscheinlich, weil er die bessere Werbung rausbringt. Er bringt einfach die besseren, Prospekte raus! Kaktus! So. Der Druide hat es jetzt gleich auch hinter sich. Dein Leben ist verloren. Schaden innerhalb der. Oh, er hält aber einiges aus. Ach Leute, komm, ihr wisst doch, wie das ausgeht. Kann ich da runterspringen? Sollte ich da runterspringen? Da kann ich mit Sicherheit hochklettern. Hat der eigentlich noch die... Ne, hat er nicht mehr, ne? Oder doch? Hat er noch diesen... Kletterdingens aus dem ersten Teil? Ich weiß es nicht mehr. Ich übernehme. Der Gute hat's leider hinter sich. Diese Raider sind eiskalte Killer. Und da bricht mir doch ein kleines bisschen die Performance ein. Ermordeter Prospektor. Die Raiders, die in der Schlucht patrouillieren, sind gnadenlos, wenn sie Eindringlinge erwischen. Eindringlinge. Gott, das ist wieder so ein Problemwort. Erwischen. So, sie sind Richter, geschworenen Henker für jeden glücklosen Prospektor, der in ihr Fadenkreuz gerät. Tja, doof für die Raider, dass ich hier gerade durch Zufall vorbeischaue. Verlassener Damm. Schnellreise. Ich wollte gerade fragen, ob ich eine Schnellreise machen kann zwischen den Punkten. Ja. Kampfstile, Training, Fähigkeiten. So, Lichtschwert. Genau, denn hier ärgere ich mich tatsächlich ein kleines bisschen. Ah, guck mal, Fähigkeiten zurücksetzen. Cool. Endloser Hurricane. Cool. Ein Schwert, zwei Schwerter und wenn ich das nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, dass da rechts nochmal
Stile kommen. Aufteilen, reflektieren. Ah, okay. Tanzen klingen. Cool. Präzises Freigeben. Sofort. Abstandshieb. Anzugreifen und dann. Nee, und nach hinten zu springen, um Distanz zum Ziel zu schaffen. Nutzt Macht. Okay, nehme ich auch mit. Mhm. Cool. So, und das kann ich hoffentlich auch wieder zurücksetzen. Das erste Mal, wenn du den Fähigkeitsbaum zurücksetzt, ist kostenlos. Anschließend kostet es einen Fähigkeitenpunkt, weil... nee, dann mache ich das nicht. Ja, das ist ein bisschen doof, denn bereits investierte Punkte sind dann jedenfalls einfach im Nirvana platziert. Schade. Na gut. Achso, vielleicht hätte ich mir das mal durchlesen sollen. Stile, ausgerüstet, zwei Schwerter, halte LB, Abstandshieb, halte LB und dann X anzuklicken. Ja, confirmed. Okay, da steht er wieder. Komm, jetzt denken wir uns nochmal eben. Beide stehen da, cool. Das habe ich kaum gespürt. Okay. Mögen gut. Unsere Klingen entscheiden. Ich werde nicht nachgeben. Ja, ciao. Wieder, wenn du was kannst. So, links oder rechts. Mitte wird schwierig. Dann gehe ich jetzt mal nach links. Über diese sehr stabil aussehende Brücke. Okay. Oh ja. Glashaus und Steine und so. Du bist aber ein hässliches kleines Scheißchen. Ja, der macht wieder seinen Wrestling-Move. Und der Papa-Schlumpf auch. Au. Hilfst du mir mal, bitte? Au, ja, natürlich. Okay, gegen einzelne Ziele besser. Daneben. Ja, easy. Ja, Ragdoll erstmal durch die halbe Map. Ein Goroko. Bekannt aus. Wie ist das nochmal? Gorokos normales Leben oder so. Wie war das nochmal? Reisefähigkeiten. Jetzt habe ich das nicht gescannt. Da. Ah, verdammt. Ach, ich kann die Steine nutzen. Und, ach so. Ja, genau. Ne, ja. Okay. War ein bisschen weit geworfen. So ein bisschen, als ob du ne, so Mace Windu aus dem Fenster schmeißt. Gesundheitsessenz. Ah. Sehr cool, dass man nicht mehr drei finden muss. Das hier war ein Zuhause, bevor sie durch die Zivilisation verscheucht wurden. Groß ist hier jetzt einiges Raubtier, nicht für seine Schönheit bekannt. Für den Goroko, den gemeinen Goroko, ein großes jetziges Raubtier, waren die Prospektoren und Raiders, die in sein Jagdgebiet eindrangen, leichte Beute. Verstreute Überreste, die nicht eindeutig identifiziert werden können, deuten darauf hin, dass es den Gorokos nicht an Nahrung mangelt. Immerhin. Ne? Des einen Freud, des anderen Mittagssnack.
Witzig, wenn du dann. Na, du hast jetzt erstmal ein. Oh, guck mal, hab ich das mal übersehen. So scheint es jedenfalls. Kann ich da immer noch runter? Ich weiß es nicht. Sollte ich aber. Komm, ich probiere es einfach mal aus. Ja, guck mal, easy. Noch ein Klumpen. Acht. Witzig, wenn ich in jeder Folge immer eins finden würde, dann könnte ich die Folgen nämlich damit immer abgrenzen. Zerstörter Damm. Als Ergebnis einer wohl absichtlichen Sabotage ist die Dammmauer aufgerissen und große Mengen von Teer haben sich auf das ergossen, was darunter liegt. Au. Oh, und die Super-Duper-Fähigkeit unten habe ich auch wieder vergessen, die Ulti. Ja, den Kaktusball mitnehmen. Wir haben damals auf dem Bolzplatz noch immer mit dem Kaktusball gespielt. Wir hatten doch nichts anderes. Komm ich da rüber? Da. Schrottplatz. Aha. Nice. Dead Reflexes. Nein! Nein! Ertrunkener Prospektor. Oh, in so einem Teerfeld zu ertrinken ist auch echt uncool. Also ertrinken ist an sich halt recht uncool. Die Überreste eines Prospektors, der in eine Teergruppe gestolpert ist. Er geriet in Panik und rutschte aus. Der Teer verschluckte ihn rasch und besiegelte sein Schicksal. Boah. Ich stell dir mal vor, du bist da irgendwo so in der Mitte und du merkst gerade, dass du einsinkst und du realisierst, dass es das einfach war. Ja, du schreist die ganze Zeit um Hilfe und es kommt einfach keiner. Boah, das ist schon... Ja, uncool, sage ich jetzt mal, so zu sterben. Na, wie gesagt, sterben ist generell uncool. Kaktusball. Ach so. Okay. Was haben wir hier? Noch was zum Scannen? Okay, wenn ich hier so drüber laufe, dann. Wir sinken. Ach, nichts wie weg hier. Abdruck auf dem Boden gibt's leider auch nicht. So, ich glaube, ich habe mich leicht verlaufen. Oder. Nee, keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, dass ich da lang sollte. Oder kann ich da... mal gucken. Die ganze Zeit... Ja, sieht zwar bescheuert aus, hilft aber. Auch wenn es doof aussieht, wenn es hilft. Ist alles erlaubt. So einen Stein zum Platzen bringen. Macht, 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 macht. Yo, Fähigkeit Punkt erhalten. Nice. Lass mal eine Ladung Kaffee nachkippen. Ach, guck sie dir an. Guck sie dir an. Okay, wenn man das richtig timet, dann kannst du das auch zwischendurch wieder zurückschicken. Aber das finde ich unfassbar cool an der Doppelklinge, dass du da die ganzen Shots einfach zurückschicken kannst. Geht's denn hier hoch? Da geht's hoch. Ja, er klettert jetzt einfach so nach oben. Hat er einfach so gelernt. Jo. Lass uns hier eine Pause machen. Nehme doch mal die nächste Fähigkeit mit. Aber ich werde schauen, dass ich genug Punkte mitnehme, dass ich einfach immer zwischen den Stilen hin und her gehen kann. Reißender Magnet. Telekinese. Die Telekinase. Verwirrung.
Das ist auch cool. Widerstandskraft. Benebelter Geist. Das geht aber auch wirklich nicht bei Droiden. Richtig. Lichtschwert-Einklang. Kerz maximale Macht erhöht sich. Ach ja, komm, warum nicht? Dauert eh, bis ich da alles freigeschaltet habe. Kerz maximale Macht. Was haben wir denn hier? Größeres Festhalten. Verlängert Dauer von Verlangsamen bei Gegnern. Habe ich das auch noch? Oder? Ach so, nee, er sagt ja unten auch noch. Okay, klare Einstimmung. Maximale Macht. Trifft er einen blockenden Gegner, reagiert der Macht ebenfalls. Aha. Erstmal hier durchlesen alles. Fokussierter Blick. Nope. Teamarbeit. Reduziert die Zeit, die nötig ist, um Kerl mit einem Stim von BD1 zu halten. Zu halten, Alter. Ich habe keine Fähigkeiten mehr. Nice. Schade. Okay, sind schon sehr viele vernünftige Dinge mit dabei. Ich habe vergessen, mich auszuruhen. Passiert mir nachts auch immer. Wird Zeit aufzubrechen. Na komm, den nehme ich jetzt nicht mit. Dafür haben die B1-Droiden doch vergleichsweise viel Kaktus! Vergleichsweise viel Charakter. Oh, moin. Ja. Jo, das ist meine Tasse. Boah, du. Ich habe schon darauf eingestellt. Ich habe nur das Zirpen gehört und dachte mir, yo, da will einer sterben. Und wie hier. Weil ich den echt nicht gesehen habe. Feuer-Ananas. Tatsächlich. Cool. Helle Metalle. Was ist mit der Schelle? Naja, es gibt ja die, ne, die helle Seite der Macht, die dunkle Seite der Macht und die schelle Seite der Macht. Für noch mehr Power. Hier geht's nicht weiter. Ich glaube, ich habe den Titel der jetzigen Folge schon gerade festgelegt. Oh mein Gott. Müsste ja echt mal so ein, ne, wo andere so ein Fluchglas haben, müsste ich mal so ein Glas für dämliche Sprüche platzieren. Nach einem Tag direkt im Milliardär. Oh, das wollte ich gar nicht. Boom. Und ja, wo das Geld herkommen soll, naja, das sind andere Fragen. Ich hoffe, Sie sind okay. Das ist die einfachste Mission aller Zeiten. Das sagst du bei jeder Mission. Dich hat niemand gefragt. Ist das ein hässlicher Helm? Alter. Wer seid ihr? Ist in Ordnung, wir sind Freunde. Was ist passiert? Wir wurden von den Raidern überfallen und ich bin geflohen. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Was habt ihr gemacht? Was machen die Raiders hier? Okay, das, was die gemacht haben. Ja, gut, aber ja, das war. Was machen die Raider hier? Dasselbe wie immer. Sie terrorisieren und bestehlen Leute wie uns, die versuchen, auf diesem Felsen zu überleben. Sie haben an der alten Grabungsstätte rumgeschnüffelt. Hoffentlich werden sie von den Rollerminen in Stücke gesprengt. Ja. Und hoffentlich jagen sie uns nicht in die Luft. Hier ist es für dich zu gefährlich. Du solltest gehen. Das werde ich. Sobald ich weiß, dass der Weg sicher ist. Ich sagte ihnen, das wäre keine gute Idee. Ja, das sagten sie bereits. Düt. Kann den Lift hier nicht benutzen. Ich kann diese Apfelschorle hier nicht benutzen. Ich... Was macht er da oben eigentlich? Außer drauf aus der Wäsche gucken. Das ist beleidigend, okay? Ich sehe schon, dass wenn wir das Star Wars-Universum bei uns direkt hätten, dann gäbe es wahrscheinlich auch Leute, die für die Rechte von Droiden, von B1 und B2 Droiden kämpfen würden. Und unterstehe ich die auch nur falsch zu gendern. Das ist ganz, ganz tragisch. Absolut unverzeihlich.
Ich möchte gründen wie so eine eigene Gewerkschaft, das wäre cool. Zeit für ein Upgrade. Die B1-Gewerkschaft. Lichtschwert, BD1, genau. Das können wir nehmen. Hab ich gesagt, das mache ich zwischendurch mal, aber nicht jetzt. Hey, kein schlechter Fund. Nee, Priorität nehme ich immer mit. Ich bin echt noch gespannt, was man damit machen kann. Was gibt es denn hier? Es leuchtet. Siehst du das Licht? Jo. Boah. Hat so ein bisschen was von Australien. Diese Blasterspuren sind chaotisch. Glückstreffer. Bedlam Raider. Sieht aus wie Samen. Lass uns ein gutes Beet für sie finden. Toter Bedlam Raider. Die Leiche eines längst verstorbenen Bedlam Raiders. Todesursache waren eindeutig Blasterbolzen, deren Spuren über den Kopf verteilt sind. Ach so, ups. Den Superkaktus zerstört. Ich konnte weiter und so weiter und so fort. Was stand da jetzt gerade zu den Dingern? Können im Garten gepflanzt werden. Was denn für ein Garten? Erstmal zum Gärtner mutieren. Hast du was gefunden? Dampflussrohre. Die Positionierung dieses Durchflussrohrs über zwei Stauseen zeigt, dass es früher zur Steuerung der Teerbewegungen zwischen den Dämmen verwendet wurde, damit die Prospektoren sicher arbeiten konnten. Ja, die große Teerbewegung von 1972. Prospektoren. Guck mal, die Mauer weint. Teer. Teer. Da machst du nicht viel. So. Diese alten Dämme halten kaum noch zusammen. Das mit dem Vorlesen ist gerade ein bisschen viel. Wartungsmangel und der unerbittliche Zahn der Zeit haben viele Dämme, viele Dämme in der Schlucht in einen gefährlichen Zustand versetzt. Überall auf den alternden Oberflächen sind Risse und kleine Lecks zu sehen. Ja, lecko mio, ey. Aha. Kann ich da runter? Wahrscheinlich soll ich das auch. Da gibt's was zum Festhalten? Ja. Oh. Bitte lass mich gehen. Wir schürfen nie wieder in der Schlucht. Hast du das gehört? Das wirst du es. Mark! Gib Meldung. Wieder einer erledigt. Raiders wird das wissen wollen. Roger, Roger. Im Krieg war das alles nicht so einfach. Sir? Ja, hier gibt es keine Herausforderung. Keinen Kampf. Es sind keine Krieger unter ihnen. Nur unbedeutende Diebe. Fick dich doch einfach. Zu meiner Zeit hatten Gegner Kampfgeist. Tja, sie stinken alle nach Verzweiflung und Furcht. Ich rieche gar nichts. Meine olfaktorischen Sensoren sind wohl offline. Habe ich überhaupt olfaktorische Sensoren? Das ist ein Lichtschwert im Rücken. Du dummer Drecksack. Attacke! Was hältst du einen Kampf? Ah, Abstergo ist auch hier. Sehr schön. Ihre Filiale noch überall. Hat der Grease denn seine Kantine hingestellt? Ich habe etwas gefunden. Okay. Droide außer Gefecht. Eine Rollmine? Ich hasse diesen Ort. Wenn ich je rausfinde, wer diese Dinger gebaut hat. Na gut, Gebiet bewachen. Es könnten noch mehr von dem... Tschüss. Ach, Alter, was ist denn los? Dann habe ich jetzt wohl das Kommando. Ja, sieht so aus. Glückwunsch.
Glückwunsch zur Beförderung. Scan. Eine Rollmine. Rollmine! Doppelrollmine. Die, da, wenn du den Droiden mit Machtschub vor dir wegdrückst, explodiert. Ach, ein Droide, okay. Wenn du den Droiden mit Magnet zu dir ziehst, wird sein Timer aktiviert, aber dann kannst du ihn wie eine Granate einsetzen. Jo, hab ich gemerkt. Sehr effektiv. Die Rollmine ist eine Besonderheit von Kobo. Ihre wahre Geschichte in Geheimnisse gehüllt. Ihre wahre Geschichte ist in Geheimnisse gehüllt, okay, würde ich da sagen. Obwohl es allgemein bekannt ist, dass sie von einem Einheimischen erfunden wurde. Wahrscheinlich um Felsbrocken und Trümmer zu sprengen. Manche sagen, dass sie von einem geschickten Erfinder geschaffen wurde, der als einer der ersten Prospektoren auf Kobo landete. Aber nicht eine Erzählung deckt sich mit der nächsten, sodass keine stichhaltig ist. Ganz genau. Ne? Nach wie vor der Schulweg meines Vaters. Der jedes Mal immer schlimmer ausfällt. So. Oh. Den wir gerade übrigens hier auch ablaufen. Du! Mitsamt der Droiden. Ich bin nur ein Eindringling. Knallt ihn ab. Eine verzweifelte Flucht. Ein Prospektor wurde von Bedlam Raiders überfallen, die das Tal als ihr Territorium beanspruchten. Der Prospektor floh und die Raiders verfolgten ihn. Sehr, sehr viel Offensichtliches dabei. Oh, so ein Spezialdroide. Cool. Vergessen, wie die heißen. Ach, cool. Er ist ein bisschen wendiger als der Rest. Lichtschwert-Tornado, den man mit diesen beiden Lichtschwertern machen kann. Kommando-Droide, die habe ich nicht vermisst. Richtig cool, Kommando-Droide, genau. Wie hieß die nochmal? Auch so eine spezielle Kennung. Scan doch! Scan. Gut gemacht. BX-Droide, genau. Hier mit einem kleinen Messer ausgerüstet. Überaus akrobatisch und unberechenbar. Achte genau auf seine Bewegung. Kann Lichtschwertangriffe blockieren. Blocken steht da, aber seine Verteidigung ist leicht zu überwinden. Kobo, verlassener Damm, während die B1 und B2-Droiden lediglich Fußsoldaten der Separatistenarmee waren, füllte die BX-Serie eine spezialisierte Nische, Infiltration und Eliminierung. Der robuste, wendige und fortschrittlich programmierte BX-Droide verfügt über ein Vibro-Schwert und ist ein wesentlich gefährlicherer Gegner als alle seine Zeitgenossen. Dass man Druiden als Zeitgenossen betrachtet. Und hier gibt es wahrscheinlich irgendwo wieder eine Waschmaschine. Ich kann sie riechen. Was schaffen wir denn hier? Hat sich da etwa ein Jedi in meinen Bauch verirrt? Nein. Noch jetzt mal hier die alle Pins. Aha, okay. Ich bin nur ganz kurz zurück. Achso, da geht's auch weiter, oder was? Das ist immer so ein bisschen dumm, wenn du nicht weißt, wo geht's weiter, wo nicht. Achso, hier ist gar kein Abgrund. Yo, ich... hab schon bei Fallen Order gelernt. Nicht mal witzig, dass er dann da steht. Hacken. Keine Waschmaschine bleibt hier vor mir verborgen. Taktisch. Die sieht mal geil aus, die Jacke. Naja. Sie hat so einen komischen Umhang, okay. Was ist denn? Okay, was ist das denn? Überlebender. Taktisch. Wir nehmen mal taktisch mit. Okay, naja. Hey, was hast du gefunden? Du willst draufdrücken, stimmt's? Das Gefühl, es kommen immer welche. Achso, ach, ja, okay. Dauert manchmal wieder ein bisschen.
Dinger haben es in sich. Okay, suchen wir einen Weg raus aus dieser Teergrube. Was ist immer, oder? Ciao. Ach, und jetzt geht's hier weiter, ne? Boah. Oh, da ist eine Werkbank. Da sag ich dir, du. Ah, Moment. Oh, das... Passt. Komm her. Ups. Easy. Das könnte nützlich sein. Was könnte nützlich sein? Wo bin ich denn? Ich habe eine Abkürzung freigeschaltet. Richtig, richtig. Wir müssen nur hier durchkommen. Einfach weil es so schön war. Luis wird überrascht sein. Ja, wir haben ja echt schon alles gesehen. Eröffne das Feuer. Kampfmodus initialisieren. Nö. Hey, so. Ich habe das schon gesehen. Ach so, ist das so eine Art. Ach so. Jetzt gerade stelle ich mich extrem dumm an. Shit. Oh, ich bleib gleich ins Gras. Powerschlag. Na hier, lass mal den Power schlagieren. Hast du schon genug? Ah, ein bisschen mehr geht schon. Tod vor Kapitulation. Schlecht gekämpft. Na egal, hat gereicht. Er respawnt ja auch immer, wenn ich meditiere. Geht ja dann gar nicht. Ausruhen. Fähigkeitspunkt. Nope. Alles okay. Alles okay. Noch nicht einmal im Kampf gestorben. Ich möchte es nur erwähnt haben. Ach komm, geh mich auch um. Zwirn. Eine Rollmine. Da habe ich irgendwas vergessen. Beziehungsweise glaube ich das noch nicht mal mehr. Denn hier brauche ich auch einmal diesen, keine Ahnung, irgendwie so eine Art Batterie oder so. Oh, wird einer ein Feuer gemacht, das ist aber nett. Was machst du hier unten? Warten, ich behalte alles im Auge. Ich halte Wache. Was für ein Glück für dich, nicht wahr? Ja, genau. Ich nehme an, du bist hier, um die Gegend zu erkunden, was? Auf der Suche nach Schätzen oder Ruhm? Mach das, du vergessen. Vielleicht befindet sich direkt vor dir etwas Wertvolles. Okay. Mehr Priorität. Kannst auch schon mal lachen wie ein Pferd. Richtigen Händler gegen eine Belohnung. Ja, okay. Verstanden. Ja, ich hab's doch verstanden. Doof, dass er seine Waschmaschine draußen getestet hat. Eloxierte Metalle. Oh, eloxiert. Der feine Herr. Hängen. Nee, öffnen. Beides. Moment. Hä? Dieses Terminal wird warten müssen. Ah, alles klar. Das gleiche Bärchen. Oder nicht. Dann gehen wir jetzt endlich mal zur Grease Gang. Nervig. Ich hab noch keinen Strom. Der auch nicht mehr. Und da ist das nächste Drecksvieh, natürlich. Ja. Ciao. Fähigkeitspunkt. Ah, ich könnte darüber gehen und den noch ausgeben. Oder.